Ja, liebe Fans, liebe Zuschauer in der Schwalbe-Arena, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DKB-Handball-Bundesligaspiel des VfL Gummersbach gegen den HSV Hamburg. Endergebnis 25:31 für den HSV bei einem Halbzeitergebnis von 12:16. Das Spiel haben wir heute gesehen, 3690 Zuschauer in der Schwalbe-Arena. Ich darf begrüßen die Verantwortlichen beider Vereine. Zum einen zu meiner Rechten Martin Schwalb, den Trainer des HSV Hamburg. Und zu meiner Linken, wie gewohnt, den Verantwortlichen Emir Kurtagic für den sportlichen Bereich und ebenso verantwortlich für den sportlichen Bereich und für den geschäftlichen Bereich, unser Manager Frank Flatten. Herzlich willkommen allen zusammen und wie immer gilt natürlich das erste Wort den Gästen. Herr Schwalb, wie haben Sie das Spiel gesehen heute? Ja, guten Abend. Und zuerst mal einen Glückwunsch an den VfL Gummersbach zu dieser wunderschönen Halle. Und das ist schon großer Sport. Macht Spaß, das zu sehen. Ja, zum Spiel. Wir haben in der ersten Halbzeit uns diesen 4-Tore-Vorsprung erarbeitet, weil wir wirklich in der Abwehr sehr gut die 1-gegen-1-Situation gelöst haben. Wir haben uns vorgenommen, offensiv an die Rückraumspieler ranzugehen, weil wir natürlich wussten, was da für eine Wurfkraft auch auf uns zukommt. Wir wollten ihnen die Wege nehmen, wollten sie ja auch nicht einfach kreuzen lassen, sondern wollten das sehr offensiv gestalten, die ganze Geschichte. Ich glaube, das haben die Jungs sehr, sehr gut gemacht. Ein kleiner Wermutstropfen in der ersten Halbzeit war natürlich, dass wir, ich glaube, 3 oder 4 ganz freie Chancen noch haben liegen lassen. Ja, also wo wir wirklich ganz frei aufs Tor sind und hat Carsten Lichtlein hervorragend pariert. Das hat uns ein bisschen wehgetan. Und in der zweiten Halbzeit, fand ich, haben wir das dann eigentlich ja, souverän gespielt, haben unsere Tore gemacht, als es nötig war, haben in der Abwehr natürlich den Andreas Schröder nicht so richtig in den Griff bekommen. Der hat uns mit 1-gegen-1-Situationen und mit Würfen doch vor viele Probleme gestellt. Aber ich glaube, dass es auch in der Höhe verdient war. Für mich hätte es jetzt auch noch ein Tor mehr sein können, aber ich glaube, im Prinzip ist das alles in Ordnung. Und wir freuen uns, dass wir die 2 Punkte geholt haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Martin Schwalb. Emir, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Guten Abend. Zuerst Glückwunsch an Martin und HSV zum verdienten, wirklich vielleicht sogar zu niedrigen Sieg heute. Wir haben heute das Spiel eigentlich von der ersten Minute an aus der Hand gegeben. Wir haben nicht die Bereitschaft gehabt, die notwendig wäre, gegen so einen Gegner zu bestehen oder zu überhaupt eine Chance zu haben. Wir haben einfach sehr, sehr passiv gedeckt, ohne Bewegung. Das, was Martin gerade bei seiner Mannschaft gelobt hat, war bei uns halt nicht der Fall. Wir haben auf 6 Meter gestanden, die Würfe kamen aus dem Rückraum, ob Dunjak oder Pascal Hens von 6,5, 7 Metern. Da kann Lüthi zwar die Freien halten, aber mehr war nicht drin und das war eigentlich unser Problem. Wir haben heute überhaupt keine Aggressivität auf dem Feld gehabt, als ob wir ja, müde sind. Ich wusste jetzt nicht wovon, aber so war der Eindruck. Und ja, also im Endeffekt kann ich jetzt nur die Leistung von Andi auch loben. Er hat heute ein gutes Spiel gemacht mit 11 Toren. Und Andreas Heimel hat in den letzten 10 Minuten ein wenig Aggressivität der Mannschaft gegeben. Und das war's. Eigentlich gibt es nichts mehr zu sagen zu unserem Spiel. Es war einfach schwach und mir tut das leid für die Zuschauer, aber so ist das. Und wir haben heute gesehen, wo unsere Grenzen sind, wenn wir eben nicht bereit sind, um jeden Zentimeter auf der Platte zu kämpfen. Emil, vielen Dank. Frank Flatten, bitte deinen Kommentar zum Spiel. Ja, schönen guten Abend alle zusammen. Glückwunsch, Martin, auch deinen Spielern zum verdienten Sieg. Ich bin froh, dass wir das Ergebnis zumindest ein bisschen korrigieren konnten und kann mich bei den Zuschauern wiederum nur bedanken, die 60 Minuten lang den VfL nach vorne gebracht haben. So ist der Sport. Am Wochenende letzte Woche gegen Nettelstedt haben wir den Sack leider nicht zumachen können. Jetzt sind wir natürlich heute auch mit leeren Händen gehen wir nach Hause und stecken mit dem Abstiegskampf, weil die Konkurrenz punktet. Minden gewinnt, zieht an uns vorbei. Nettelstedt hätte uns da schon einen ganzen Schritt nach vorne gebracht, wenn wir dort irgendwas Zählbares mitgebracht hätten. Und Baling gewinnt auch zu Hause mit einem Tor gegen Hannover. Das ist Sport und wir richten uns jetzt auf die nächsten Wochen ein, dass wir uns möglichst in der Tabelle auf diesem Platz halten wollen, aber nicht gerade großartig absacken wollen. Ja, Dankeschön.
Vielen Dank, Frank. Gibt es Fragen an die Verantwortlichen? Herr Schwalb, ich habe eine Frage. Nach den Unruhen, die Sie gestern nach der Pressekonferenz in Hamburg durch die Medien und auch hat sicherlich auch Ihre Mannschaft berührt. War das heute eine Trotzreaktion nach den, ja, vielleicht auch für die Mannschaft, für einige Spieler zumindest auch ein Schock? Na, ich glaube, dass das Wort Trotzreaktion das Falsche ist. Ich glaube einfach, die Jungs haben einen ganz, ganz großen Charakter bewiesen. Aber ich möchte dazu nochmal auch Stellung beziehen. Es hat jetzt noch kein Spieler bei uns auf irgendeinen Euro verzichten müssen und wird auch in Zukunft keiner verzichten müssen. Also es ist nicht so, dass die jetzt darben müssen. Und die Jungs haben gezeigt, dass sie einen ganz, ganz großen Charakter haben und dass sie, solange sie Verträge beim HSV Handball haben, alles für diesen Verein geben. Das wird auch von einem Leistungssportler erwartet. Und ich fand es heute gerade überragend auch, was wir im Mittelblock mit Davor Dominikovic und Placenko Lackovic, was die da heute abgerissen haben. Großen Respekt. Man hat gemerkt, dass die Jungs auch Spaß an dieser Aufgabe hatten und dass sie den Menschen Land auf Land ab auch zeigen wollten, dass sie gute Charaktere sind. Gibt es weitere Fragen? Das ist in der großen Runde nicht der Fall. Dann sage ich vielen Dank an alle Beteiligten. Gute Heimfahrt, Herr Schwalb, und kommen Sie gut nach Hause. Tschüss.